Wir sind hier im Werkshof Dornbirn, bei dem im Winter immer Hochbetrieb herrscht. Bei mir steht der Herr Meier, der schon seit rund 4 Jahren im Winterdienst tätig ist. Wie sieht ein typischer Arbeitstag nach einem starken Schneefall aus? Na, zuerst mal Chaos, denn ist der Arbeitsbeginn meistens ca. 4 Uhr. Dann gehen wir auf die Strecke, jeder hat sein Gebiet und schauen, dass möglichst gleich die Straßen wieder in perfekter Ordnung sind. Was ist das Einsatzgebiet des Werkshof Dornbirns und wie viele Mitarbeiter sind hier angestellt? Also der ist wirklich splittet. Es ist der Werkhof unten, der macht eigentlich hauptsächlich für den Streudienst ist Straßenmeisterei zuständig. Und da sind ca. 20 bis 25 eigene Personen und dann kommen auch die Fremdfirmen dazu. Einsatzgebiet ist Bezirk Dornbirn. Wie sind die Arbeitszeiten normalerweise? Wir haben Bereitschaftsdienst um der Woche, das wechselt zu Tag. Kommt jetzt mal ein anderer dran und auch Wochenende-Dienst. Und der ist auch einmal in der Woche. Wir sind so 4 Leute, die das machen. Und das wird gewechselt. Außer es ist für alle, dann geht jeder in sein Gebiet und macht dort seine Arbeit. Was finden Sie besonders zäh an diesem Job? Ja, ab und zu, der Schlaf wird da geraubt. Das ist eigentlich das Zäheste, was ist. Wie wird entschieden, wo zuerst und wo zuletzt gestreut wird? Also erstrangig sind die öffentlichen Verkehrsmittel, sprich die Stadtbuslinien. Und die Berggebiete, also wie gesagt, wo die Stadtbuslinien sind und nachher kommen die Nebenstraßen. In Stadtbuslinien wird hauptsächlich Salz und Sole. Sole ist Salzwasser zusätzlich gestreut. Und Bergstrecken oder Bergregionen und Seitenstraßen wird Splitt gestreut. Wie viel Salz befindet sich in einem Tank in einem Fahrzeug? Mein Behälter ist 5 Kubik Salz, kann ich mitführen und 2000 Liter Sole. Ja, ich sage jetzt in meinem Gebiet, das ist schwach. So grob gesagt könnte man Dornbirn einmal streuen. Was war in Ihrer Karriere bislang der stärkste Winter? 2003, nämlich dort war es so, da hat es auf halt hat das geschneit auf Deutsch gesehen und der musste ja zuerst geräumt werden und gesalzen und dann sofort abgeführt werden. Nämlich es war kein Platz mehr für den Schnee und der wurde auf den Gehsteig befördert und dadurch, dass die Fußgänger keinen Platz mehr haben, musste er abgeführt werden. Das war zäh, das ist fast ein paar Tage rund um die Uhr gegangen. Haben Sie manchmal mit Ihrem Fahrzeug nicht auch Angst, auf Glatteis zu fahren? Mal, die Angst ist sicher da. Ich sage speziell nur, wenn es Glatteis hat. Ich meine, bei Schneefahrbahn, dort ist das klar, dort werden Ketten aufgelegt, aber bei glatter Fahrbahn, also bei gefrorener, dort sieht man es nicht so gut und dann spürt man es nur, wenn man die Situation erst da ist.